und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum SCB Verse Report. Wir haben uns den Monatsreport vorgenommen und endlich habe ich jetzt hier Unterstützung bekommen. Ja, im neuen Jahr haben wir es ja versprochen. Genau. Zum Januar. Ja, machen wir es jetzt zusammen und darum geht es jetzt auch, um den Monatsreport Januar von Cloud Imperium Games. Ist ja wieder ein langes, langes Stück Arbeit geworden für die Damen und Herren dort drüben und vor allem aber auch für unsere SCB-Redaktion. Ja, ne? An dieser Stelle vielen Dank wie immer fürs Übersetzen, fürs Bereitstellen der Infos. Und ja, wir an dieser Stelle suchen uns eine Art Zusammenfassung raus. Also wir picken uns so ein paar Teile raus, die wir euch gerne erzählen wollen, wo wir empfunden haben, dass das so die Highlights waren. Absolut, genau. Und dann über den Monat hinweg, jetzt im Februar, wird die SCB-Redaktion dafür sorgen, dass das Ganze eben vollständig übersetzt wird und dann online geht. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall nachlesen, was ihr vielleicht noch an Infos vermisst habt. Ansonsten möchten wir uns an der Stelle jetzt mal ganz herzlich an unseren Patreons bedanken. Also bei den Leuten, die uns über Patreon unterstützen. Ihr seid echt die Leute, die das hier alles möglich machen und die uns unterstützen, hier unseren Traum zu erfüllen. Von daher herzlichen Dank an euch da draußen und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Und ja, ansonsten, wenn euch das interessiert, schaut mal bei uns aufs Patreon-Profil, ob euch da vielleicht irgendwas gefällt. Und ich würde sagen, also jetzt legen wir los. Ganz genau, und zwar mit unserem Hot Topic in diesem Monat. Ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, jetzt wisst ihr es, Alpha 2.1.2 ist live. Und damit gab es viele neue Missionen, viele neue Spielinhalte, die dadurch gemacht werden konnten in Crusader. Und auch viele Schiffe, die flight-ready gegangen sind. Auf jeden Fall. Das war ein kleines Überraschungspaket. Und die 2.1 und die jetzt noch um kleine zwei Patches erweitert wurde, das waren zwei Hotfixes, wie man so schön sagt. Also 2.1.2 deshalb. Ja, und damit flight-ready geworden sind zum Beispiel die Vanguard Warden. Das war die große Überraschung, die dabei war. Dann ist die Freelancer flight-ready geworden. Auch für viele ein großer Schritt weiter nach vorne. Und außerdem ist die Saber in den Hangar gekommen. Also da ist wirklich viel passiert. Und wir haben es auch ganz gut abgebildet, glaube ich, im Januar. Ja, und wer noch mehr vom Gameplay sehen will, also ja, wir haben eine kleine Playlist. Schaut da einfach mal rein und lasst euch inspirieren und habt Spaß. Genau, guckt euch an, was ihr alles jetzt schon bei Star Citizen erleben könnt. Und von dort aus gehen wir jetzt in unsere erste Kategorie und das ist das Engineering. Genau, und da, ja, eigentlich ist das im Prinzip der Weg zur Alpha 2.2. Und der Weg ist geebnet. Genau. Wie soll es anders sein? Ich meine, ihr Männer, ihr tut ja immer so, als wenn es euch nicht interessiert. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber Shopping ist das Stichwort. Und zwar, ja, wird ganz viel Wert drauf gelegt. Und guck mal, wie du dich amüsierst. Ist doch so. Ja, ist doch recht, absolut. Streitet das immer ab, aber Umfragen sagen etwas anderes. Ja, genau. Ja, also jedenfalls Schwerpunkt auch in der Arbeit ist das Shopping-System. Und ja, auf ACOP, Kasaba Outlet Store, daran wird fleißig gearbeitet. Genauso wie auf Levski. Genau. Der Nyx-Landezone in Levski. Da auch ist da ein großer Fokus zu merken im ganzen Report. Da geht es um die Shops. Die sind nämlich wirklich noch ein Teil, der jetzt fertiggestellt werden soll. Und wir wissen noch nicht genau, ob das in 2.2 was wird. Sie haben nämlich im ganzen Monatsreport Dezember schon davon gesprochen, dass sie jetzt sehr, sehr viel auf die Shopping-Mechanik eingehen werden und da sehr viel Kraft reinstecken werden, das jetzt zu machen. Ob sie es für 2.2 schon schaffen, ist noch nicht ganz klar. Aber wir hoffen auf jeden Fall und drücken die Daumen. Wenn nicht, dann wird es hoffentlich was für 2.3. Das war auch noch nicht das Einzige. Auch aus dem Monatsreport Dezember konnte man entnehmen, das Lobby-System ist ein ganz großer Fokus. Also, wenn ihr gemeinsam landen wollt in den Instanzen mit Freunden, dann arbeitet jetzt ein ganzes Team daran. Genau. Und zwar rund um die Uhr quasi auf der ganzen Welt. Ja, also nein, es ist ein ganzes Team, was sich speziell auf dieses Lobby-System schmeißt. Das hat man im Dezember, wie gesagt, schon entnehmen können. Und im Januar wurde es nochmal betont, das ist ein großer Fokus, das Lobby- und Party-System fertig zu kriegen, damit ihr gemeinsam mit euren Leuten in die Instanz reinkommt. Wir können dazu nur sagen, sie geben keine genaue Auskunft, wann das jetzt groß wird und wann es kommt. Sie sagen nur, es wird sich vermutlich auch noch durch den Februar ziehen, diese Arbeit. Das bedeutet, für den nächsten Patch 2.2 sollte man nicht allzu viele große Fortschritte da erwarten. Kleinigkeiten können passieren, kleines Update kann es geben, aber das wird noch etwas auf sich warten lassen, bis das vollständige neue Lobby-System für uns da ist. Ja.
Aber in der Zwischenzeit arbeiten sie auch noch an den FPS-Animationen. Also, wie hast du es so schön erklärt? Am Vorwärtsgehen, Zurückgehen, Stoppen, genau. Starten, genau. Start-Stopp-Animationen. Genau, das ist ganz groß. Also die Animationen sollen ja jetzt immer weiter ins Spiel eingebracht werden, um es dann irgendwann so zu machen, damit man auch Star Marine freischalten kann. Das heißt, erst kommt alles ins Mini-PU und wenn das alles stimmt, dann geht Star Marine alleine als Modul online. Und ja, da wird viel gemacht. Wie du so schön sagst, Start-Stopp Animationen, dann, genau, Deckung ist ein großes Thema. Ja, ja, genau. Und da geht es dann wirklich darum, dass das Zielen halt angepasst wird, also dass man wirklich über kleinere oder größere Deckung und an Deckung vorbeizielen kann. All das wird jetzt gerade aktuell gemacht. Und außerdem wird noch mehr Motion Capture Data implementiert. Dankeschön, ja, implementiert. Ja, also Daten, die sowieso schon gesammelt wurden aus dem Motion Capturing, die werden jetzt auch noch ins Spiel weiter eingebracht, sodass das dann verfeinert wird. Da haben sie auch angekündigt, dass für 2.2 es große Veränderungen geben soll, was das FPS-Gameplay angeht. Mhm. Und dann sieht das Ganze bestimmt wieder schön weich und realistischer aus. Genau, genau, genau. So ist es. Das wollen wir hoffen. Ja, und wo haben sie noch dran gearbeitet? An den Schiffswaffen, Schiffswaffen, ne? Ja, so ist es. Und zwar im Grunde bestehend aus zwei Punkten, nämlich den Waffen, die es jetzt schon gibt im Spiel. Da geht es vor allem ums Balancing, um zu gucken, stimmen die Schadenswerte, stimmen die Reichweiten und die Überhitzungsrate und so einen ganzen Kram. Und dann geht es darum, noch neue Waffen einzubringen. Und da sind gerade die Großkampfschiffe im Fokus. Da haben sie explizit erwähnt, die Apocalypse Arms Railgun. Das ist die große Railgun, die zum Beispiel an der Idris unten, an der Idris M unten dran klemmt. Ja, da wird gerade dran gearbeitet. Und wenn ihr zu den Waffen noch mehr Informationen haben wollt, dann guckt mal in den Schiffsguide rein, den wir dazu gemacht haben, nämlich den Waffenguide im Endeffekt. Haben Wiesen und Sawyer gemacht. Also Stichpunkt nochmal Wasserpistolen und die hatten Spaß und ihr werdet das auch haben. Genau, und dann gibt es noch einen Punkt mit dem Mobiglas, ne? Ach ja, genau, Mobiglas. Ah ja, super. Das finde ich ja irgendwie ganz geil, ne? Also wenn du dann irgendwie da irgendwann dein Mobiglas aufsetzen kannst und dann in der Star Map das Ganze sehen kannst. Also jetzt ist das Ziel vom Browser, also nicht mehr auf der Website nur die Star Map erleben und sehen zu können, sondern dann bald das Ganze ins Spiel einzugliedern durch das Mobiglas. Daran arbeiten sie auch und Sawyer hat die Spekulation, dass eventuell eine kleine Vorbereitung darauf sein könnte, dass Jump Points eingebracht werden. Natürlich, sie machen ja nichts, was keinen Sinn bringt, sozusagen. Das heißt, sie haben jetzt gerade mit dem, das wollen wir hoffen, aber sie haben jetzt gerade mit dem Prozess begonnen, sozusagen, sich zu überlegen, wie integrieren wir jetzt die Star Map rein vom Browser in ins Mobiglas. Und wenn sie das machen, dann spekuliere ich so ein bisschen dahinter, dass sie sagen, gut, warum brauche ich die Star Map denn im Spiel? Naja, um von einem Ort zum anderen zu kommen und zu wissen, wie ich springen kann. Und da ist so ein bisschen meine Hoffnung vielleicht, dass sie es wirklich damit verbinden, dass man die ersten Jump Points dann erleben kann. Aber das werden wir sehen. Mal gucken. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu weit gedacht. Ein bisschen träumen muss man ja auch. So genau. Und dann nächste Kategorie. Genau, Design and Art. Das ist unsere nächste Kategorie. Ja, und da springen wir mal gleich in die Reliant. Und da hattest du ja auch schon im Monatsreport Dezember gesagt, also es könnte sein, dass sie jetzt bald flight ready ist. Sich im Januar bestätigt, dass es so weitergehen soll. Genau. Und da ist halt das Besondere, nennt das neue kreative Design. Und sie haben auch da ein Team oder mehrere Teams engagiert, die 24/7 arbeiten, um das Ganze dann wirklich umzusetzen. Und sie sagen eigentlich auch, oder sie nehmen an, dass es vielleicht sogar sein könnte, dass sie direkt ins Spiel, also flight ready wird, statt vorher noch in den Hangar zu gehen. Genau. Also da ist eine große Entwicklung. Sie sagen, es ist eines der interessantesten Schiffe, was wir bisher überhaupt nur gesehen haben oder kennengelernt haben bei Star Citizen. Völlig anderes Design als alles andere. Und das große Ziel wäre natürlich, sie direkt flight ready zu kriegen. Das wollen sie unbedingt machen. Und sie wollen auch unbedingt eigentlich gerne für den Patch 2.2. Ob es das wird oder nicht, ist, wie gesagt, noch nicht klar. Da wird eben viel und rund um die Uhr sozusagen auf dem ganzen Planeten dran gearbeitet. Aber wir lassen uns mal dazu überraschen. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt zur Reliant, dann guckt doch mal in unser Q&A dazu. Da haben wir Dosa und ich, glaube ich, waren das. Die haben uns ein bisschen uns beschäftigt damit, was die Reliant und ihre Varianten angeht. Ja, und von dort aus gehen wir in einen Teil, der dir ja auch besonders gut gefällt, nämlich das Persistent Universe. Ja, wo wir wieder beim Shopping wären. Ne? Also irgendwie kommt das auch immer wieder zu mir zurück. Naja, also war gar nicht so
unbeabsichtigt jetzt, sorry. Auf nix. Ja, die Levski-Landezone, die ist fertig, finalisiert. Jetzt wird nur noch gepolished im Prinzip. Also das klingt schon mal sehr gut, würde ich sagen. Ne? Auch so unter anderem für mich. Und dann wurde noch gesagt, dass sie an der nächsten Landezone arbeiten. Und zwar die auf Hurston. Und die gute wird heißen Lorville. Ja, das erste Mal, dass der Name überhaupt genannt wurde, also zumindest meines Wissens, in diesem Monatsreport. Lorville auf Hurston. Hurston ist auch ein Planet im Stanton-System, also in der Nachbarschaft zum Beispiel von Arcorp oder auch Crusader. Und ja, da soll die nächste große Landezone entstehen. Das heißt, es gibt noch ein paar kleine, die sie irgendwo als Raumstationen zum Beispiel ausbauen. Aber Lorville soll die nächste große werden. Ja, und das ist ganz witzig, da legen sie gerade quasi den Grundriss fest. Genau, ne? Da haben sie schon Blueprint gemacht, also das Layout festgelegt, so eine Art Blaupausen. Das ist noch das Stadium dann vor der Whiteboxing-Phase. Und aber ja, da sind sie zumindest schon zugange. Also Scheint so, als wäre es auf jeden Fall nach Levski. Also das sagen sie auch immer an. Levski auf Nyx soll erstmal fertig werden. Und wenn sie da fertig sind, dann wird alle Kraft da reingesteckt. Das heißt, nach Levski soll das die nächste Landezone werden. Wir sind sehr gespannt darauf. Ja, und dann handelt eben der ganze Monatsreport eigentlich von einer Sache im Januar. Und zwar Squadron 42. Ja, und unter anderem, obwohl, nee, wir machen es mal andersrum. Ich wollte gerade sagen, handelt es von der Trennung, aber wir erzählen jetzt erstmal so von der Sache an sich. Mhm. Also sie arbeiten fleißig an den Leveln, an der Umgebung, an der Interaktion und sind halt wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt, auch das Motion Capturing mit einzubauen, Performance Capturing, und das ist eigentlich so deren Fokus. Genau. Sehr, und, sehr viel Details wollen sie auf jeden Fall. Aber es wird ein Riesengeheimnis darum gemacht. Also deswegen lassen wir uns einfach auch überraschen. Genau. Und dann, ja, wie gesagt, das hatten wir auch schon im Verse Report erwähnt, am 14.02. Da wird es dann dazu kommen, dass Squadron 42 und Star Citizen getrennt werden. Also sie waren ja vorher als Paket erhältlich, sie werden dann getrennt und ja, werden jeweils 45 Dollar kosten. Es sei denn, ihr kauft sie gemeinsam, dann 60 Dollar, weil euch 30 gutgeschrieben wären. Aber das wird euch auch alles nochmal erklärt. Mhm. Und ob es irgendwelche Nachteile, Vorteile haben wird, das wurde alles ganz fein für euch übersetzt im SCB, auf SCB im Artikel. Also da könnt ihr alles nochmal nachlesen und... Ja, vielen Dank, Jungs. Die Paketaufteilung dort wurde auch von RSI nochmal ganz klar, nochmal ausdifferenziert. Was wollt ihr, müsst ihr dazu wissen? Was verändert sich? Wie verändert sich was? Und die SCB-Jungs waren da richtig fix. Die haben das sofort übersetzt und das könnt ihr da auf jeden Fall alles nochmal nachlesen. Ansonsten, Squadron 42, wie gesagt, großes Thema für 2016. Mhm. Allerdings kann man da eben noch nicht so viel anderes zu zeigen, weil es ist eigentlich ein großes, großes Geheimnis, was dafür da alles wird die Überraschung passiert. Dann umso größer. Ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Und von dort aus gehen wir jetzt in unsere letzte richtige Kategorie, und zwar sind das die Schiffe. Ja, und da wolltest du anfangen hier mit 890? Ja, genau, die 890 Jump. Mit der Luxusjacht. Ja, der riesige Koloss, ein wirklich ja quasi aus dem virtuellen Hafen von Monte Carlo aus dem Wasser gezogen und in den Weltraum geschmissen. Ja, da gibt es jetzt Neuigkeiten zu, und zwar machen sie für die 890 Jump gerade das technische Layout. Das bedeutet, das ist quasi das Stadium, bevor die Designer anfangen daran zu arbeiten, wird erstmal festgelegt, wie sind die Abmessungen von dem Schiff grundsätzlich? Was für Hardpoints hat das Schiff? Welche Waffen kann sie tragen? Welche Slots und sowas sind dafür da? Wie ist das interne Volumen? Das heißt, wie viel Platz hat man da drin? Was soll alles da rein? Und so weiter und so fort. Das wurde jetzt alles nacheinander festgelegt. Und ja, der nächste Schritt ist dann, dass die Designer das zur Basis nehmen, um direkt mit dem Schiff anzufangen und dann das in die Whitebox-Phase zu gehen. Wann und wie das passiert, wissen wir jetzt noch nicht, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir es in der Prioritätsskala, wie weit es da oben ist. Aber zumindest ist der erste Schritt getan und die Designer können eigentlich anfangen zu arbeiten. Ja, ja, und von und da dann könnt ihr dann natürlich mich auch später zum Date ausführen oder so. Oder auch andere Mädels, weil jetzt kommen ja immer mehr Mädels. Ne? Mhm. Also ich hoffe, ihr nehmt auch eure Frauen mit an die Hand und spielt nicht alleine in eurer dunklen Ecke nur. ne? Also das dass wir auch mal alle integriert wünschen, werden. Ne? Vom Million Mile High Club mit der 890 Jump zum anderen Million Mile also High Club. Also auf jeden Fall nicht mit Wiesens Einsitzer der Archimedes
wo es dann heißt, ciao Bella, ich bin da mal weg. Genau. War nett. Ja, also ich merke schon, also mit meinem Navy-Gehalt werde ich dich nicht mehr lange behalten können. Aber gut, schauen wir mal weiter, wie es da geht. Genau, weiter ging's. Springen wir doch mal ganz sanft zu den Aliens, würde ich sagen. Also die Xi'an Scout, da hattest du auch schon im Dezember drüber gesprochen. Mhm. Ne? Hattest eigentlich irgendwie erwartet, irgendwie, dass die jetzt in der Greyboxing-Phase ist und vielleicht sogar schon im bald fortgeschrittenen Stadium ist. Aber sie haben erst im Januar damit begonnen, das Ganze in die Greyboxing-Phase zu schicken. Mhm. Pünktlich eigentlich zum Start Scully von Akte X, genau, zum und Mulder, Neustart. Genau. Ja. So ist es, ja. Also die Xi'an ist jetzt eben im Januar in die Greyboxing-Phase gegangen. Mal sehen, wie lange sie dafür brauchen. Es soll heißen, dass sie relativ bald auf jeden Fall Hunger-ready wird. Aber wann, wissen wir eben auch noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Und von da aus gehen wir dann zu den wirklich großen Schiffen bei Star Citizen. Sprich, die Javelin und der Bengal Carrier. Die sind nämlich inzwischen auch und unter anderem für Squadron 42 in die Greyboxing-Phase Whiteboxing-Phase eingegangen. Das heißt, sie arbeiten schon sehr intensiv jetzt an diesen beiden Schiffen da. Und da wird viel passieren. Ja, und außerdem, das nächste Schiff sozusagen in diesem Verbund der Großkampfschiffe ist dann die Idris, ne? Mhm. Mhm. Ja, und die soll flight-ready werden, ne? Und wahrscheinlich mit dem nächsten Patch. Naja, das glaube ich noch nicht. Nee. Die Idris ist... Das ist doch so mit deinen Spekulationen ja, immer. Ja, aber so viel Hoffnung mache ich mir noch nicht. Ja, vielleicht liegt es daran, dass sie halt ein großes Innenleben hat. Ja, vermutlich. So könnte man es ausdrücken. Genau, also die ist in der Basisversion, also wirklich sozusagen das die äußerste Konstruktion. Aber nicht funktionsready. Aber innen stimmt noch nicht alles und die ganzen Funktionen müssen noch eingebaut werden. Das heißt, da wird noch ein bisschen drauf gewartet werden müssen auf die Idris. Aber immerhin, ich meine, dafür, dass es ein Riesenschiff ist, ist sie schon mal ziemlich weit. Mhm, kann man nicht anders sagen. Ja, und schluss und letztendlich kommen wir da an der Stelle nochmal zur Saber. Die ist mein bester Kandidat, um flight-ready zu werden, ne? für den nächsten Patch. Wiederum die Starfarer nicht. Ja, das stimmt. Die Starfarer, da haben sie zumindest im Januar-Report jetzt geschrieben, sie haben länger gebraucht, als sie dachten oder brauchen länger für das Schiff. Das ist halt wirklich groß und sie müssen viele Innenräume ausstatten dafür. Erstmal neue Hangars bauen, ne? Und die Hangars, genau. Die müssen auch neu gebaut werden dafür quasi. Nun hatten sie im Dezember angesagt, im Januar kommt sie in den Hangar. Im Januar haben sie gesagt, wir haben länger gebraucht, als wir gedacht haben. Ich kann jetzt also nicht so richtig sagen. Vielleicht kommt sie dann im Februar. Genau, ob das nicht heißt, dass sie im Februar kommt, das kann ich euch jetzt an der Stelle wirklich nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich jetzt bald soweit ist, dass die Starfarer in die Hangars kommt. Sie reden zumindest immer wieder davon. Ja, sind wir mal optimistisch. Genau, so ist es. Ja, und von da aus gehen wir dann nochmal zu Interaction, ne? Mhm. Genau, also letztes Mal hast du ja auch gefragt, so, was sind denn so eure Wünsche für den nächsten Patch? Und ihr habt fleißig gevotet. Und da komme ich nochmal zurück zum Anfang meiner Geschichte. Ja. Erstaunlicherweise gab es die meisten Votings oder fast die meisten. Votings zum Shopping. Genau. Wir hatten euch gefragt, was wünscht ihr euch nämlich für den nächsten Patch? Also was soll für das nächste große Update mit rein? Ja, und da gehen wir jetzt mal Stückchen für Stückchen durch. Genau. Der erste war Starfarer Hunger Ready. 13% von euch haben gesagt, ja, finden wir gut. Aber 13% ist noch nicht viel. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter und sage, prozedurale Landung, das war euer Hit. 42%. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, und dann 11% Saber Flight Ready. Hat irgendwie jetzt nicht so gekickt, ne? Ja. Und was hat auch nicht so gekickt? EVA-Mechanik. Ja, die neue. Nee. Nee, die. Aber dafür dann 33% fürs Shopping. Ja. Aha. In diesem Sinne. Ja, Jungs, also ihr geht anscheinend genauso gerne shoppen, wie es euch immer nachgesagt mit euren Frauen natürlich. Ja, so sieht's klar aus. Ja. Wenn die ja jetzt mitspielen, dann ist ja klar. Deswegen, ich find's super und ich stehe voll hinter euch. So ist es, ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr voll hinter uns steht und dass ihr uns hier unterstützt mit euren Abos, mit euren Likes, mit euren Kommentaren. Und wir hoffen, euch hat der Monatsreport gefallen. Wir sind nämlich durch an dieser Stelle und wir freuen uns auch insbesondere, wenn es euch denn wirklich reizt und ihr uns weiter unterstützen wollt, wenn ihr bei Patreon mal vorbeischaut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten SCB-Verse-Report wieder, der dann wieder nächste Woche ist. Und der nächste Monatsreport, der dann den Februar abdecken soll, der kommt natürlich auch. Genau. Gut. Und bis dahin,
Ja, verabschieden wir uns wie immer Sawyer und Cecilia mit einem See you on the flight deck!